Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Tag der Minecraft-Woche. Wir haben Samstag und wie man weiß, am Samstag haben wir den 31. und am 31. haben wir Halloween und deshalb spielen wir heute eine Horrorkarte. Und ich muss sagen, ich habe gar keinen Bock darauf. Wir spielen The Dollmaker und ich lese dir gerade mal die Story vor. Du wachst in einem seltsamen Büro auf, hast keine Erinnerung, wer du bist oder was du hier zu tun hast. Du musst eine Amnesie haben von ein paar Kindern. You will have to find a way out and try to recover. Okay, wir sollen unsere Memories recovern und einen Weg hier rausfinden. Also unsere Erinnerungen wiederbekommen und einen Weg hier rausfinden. So, okay Leute, ich habe jetzt alles eingestellt, wie es soll. Und jetzt können wir anfangen. Okay, come to the Dollmaker. Das soll wahrscheinlich Welcome heißen. Aber fürs... Wow, shit! Hi! Wo bin ich? Warum bin ich so langsam? Ah, okay. Alter Scheiße. Was ist denn das? Soll das ein Computer sein? Oder sowas? Oh. Okay, 1987 spielt das also. Bis wissen, ich habe mein ganzes Zimmer abgedunkelt, soweit es halt geht mit dem Greenscreen. Und ich habe den Sound komplett laut. Das ist echt die Hölle. Watch out for doors on sides of the corridor. Och nö, Mann. Okay. Ich bin ein Mann, ja? Ich muss das hier durchstehen, ja? Und aufhören zu jammern. Also. Ah, der Dollmaker, also der Puppenmacher, wer es jetzt nicht verstanden hat. Ich will da gar nicht hingucken, Mann. Ich weiß doch eh, gleich kommt Jumpscare, der so ein Scheiß. Kann ich die aufmachen? Nee, alles Eisentüren. Ich will ja nicht durch. Ah. Oh, ich erschreck mich jedes Scheiße mal. Okay. Hier sind auch Gemälde. Hallo? Hier, College. Okay. Oh. Das Problem ist halt... Oh. Das Problem ist, ich weiß, was... so eine scheiß Horror-Map machen kann in Minecraft. Ups. Ja, ups, Alter. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Und gerade mit der 1.8, wo es so viele neue Möglichkeiten gibt. Hi. Ist das echt... Ach. Nervenaufreibend. Auch wenn wir noch nichts gesehen haben. Nennt mich Schisse, aber ist halt so. Ah. Ah. Es ist alles so dunkel, ich sehe nichts. Okay. Hier werden also die Puppen hergestellt. Ich kratze mich mal unterm Arm. Warum nicht, ne? Was passiert denn hier bei den Öfen? Oder was soll das darstellen? Ja. Okay. Ah, hier können wir lang. Hier ist eine Druckplatte. Ich sehe die. Ich sehe die scheiß Druckplatte. Was macht die? This factory is using human heads to make their dolls. Oh, scheiße. Also, die Fabrik benutzt Menschenköpfe, um Puppen zu machen. Alter, scheiße. Das ist schon krank. Das ist schon krank. Das ist doch eine Truhe, oder? Ja. Aber das hier. Okay, finden wir nichts. Oh, überall diese Puppen. Ich weiß es. Irgendwann springt uns so eine scheiß Puppe an. Irgendwann. Puppen sind generell so eine scheiß Sache, ne? Ein Spiegel.
was das angeht, bin ich so ein scheiß Schisser, ne? Bin ich so ein scheiß Schisser. Storage. Warum mache ich das eigentlich? Ich hasse Treppen in Horrorspielen. Ich hatte übrigens schon mal ein Video, wo ich Horror, wo ich ein Horrorspiel spiele, hochgeladen. Vor langer Zeit. Ja, könnte es schon her sein. Mit dem Ciao, den ich auch Lego Star Wars Film gemacht habe. Und da seht ihr mal, was für ein Schisser ich auch außerhalb von Minecraft bin. Press the red button. Wo ist hier ein roter Knopf? Okay, scheiße. Suchen wir erstmal jetzt drüben ab, ob wir hier vielleicht einen roten Knopf finden. Don't make wrong turns. Okay. Okay, ich nehme mal den linken Weg. Habe ich Schritte gehört? Die waren noch nicht von mir, die Steps eben. Okay. Ihr müsst wissen, ich habe auch ein mega gutes Headset. Ich habe halt so ein 200-Euro-Headset. Mit dem hört man alles. Das ist grausam. Das ist scheiße grausam. Och nee, dann müssen wir hier lang. Habe ich eigentlich Langsamkeit? Ja. Langsamkeit 2. Da müssen wir wohl oder übel hier lang. Und hier passiert jetzt irgendeine Scheiße. Hallo? Guck, guck. Hallo? Ah, hallo? Hi. Hallo? Guck, guck. Hallo? Och nö, Mann. Hallo. Ich komme mir gerade selber gruseliger vor als das Spiel, wenn ich so rede. Hallo. Wie so ein kleines Geistermädchen. Ich hasse Labyrinthe. Labyrinthe? Was ist die Plural von They call him Hugo. Okay, sie nannten ihn Hugo. Aber wen nannten sie Hugo? Den Dollmaker? A little time can make anyone mad. Ja. Oh Mann. Ein Counter-Strike würde mich gerade knechten hier. Immer um die Ecken sneaken. Oh, ich hab schon kaum mehr Orient. Was ist das? Was ist das, Alter? Ich krieg grad die Paranoia auf mein Life, Alter. Die Paranoia as fuck. Ich glaube, ich hätte wieder was gehört. Ich bild mir Sachen ein, ne? Ich bild mir Sachen ein. You will never get out of here. Ah, das werden wir mal sehen. Ob wir hier nochmal rauskommen. Das werden wir mal sehen. Obwohl, ich glaube, nein. Ich glaube, von hier kamen wir. Hatten wir... Naja, irgendwie hier. Wobei, man sagen muss, ich habe echt einen richtig beschissenen Instinkt... Jetzt auf Skype, was soll denn das? Was soll denn das? Da bin ich ja mit. Oh, nee, mit Skype, ich Skype, denn ich habe Verlust, wenn ich jetzt ein Hurensohn bin. Ah, ja. Also, ich bin offline in Skype. Shish. Es. Das merken wir uns mal. Von hier kamen wir aber nicht, ne? Und hier ist ein... Oh. Was der für Sachen macht. Guck, guck. Hallo. Huhu. Guck, guck. Hallo. Hi. Ey, dieses Labyrinth ist echt endlos.
Hier ist wieder ein Spinnenweben. Kamen wir von hier? Kann das sein? You will never find the button. Dann wird er hier bestimmt sein. Oh. Okay, von hier kamen wir nicht. Wieder was gelernt. Ich glaube, ich werde das recht uncut lassen. Weil ich glaube, wenn ich da viel cutte, dann geht da ein bisschen die Spannung raus. Aber wer jetzt keinen Plan so von Horror-Maps hat, hier ist noch nichts Gruseliges passiert. Das Problem ist, dass ich was Gruseliges erwarte. Und ich weiß, was hier passieren kann. Also, ich kenne die Map natürlich nicht. Aber ich kenne andere Minecraft-Horror-Maps und ich weiß, was möglich ist. Schon seit der 1.7. Und das ist nicht feierlich. Vor allem, und auch... Oh, Halleluja. Wir haben den scheiß Button. Im Labyrinth haben wir keinen Jumpscare entdeckt. Was haben wir da eigentlich? Das Hot Dogs? Und das... Was ist das? Puppen. Das sind Puppen, oder? Okay. Button. Good job. One more button to go. Noch einen also, ja? Aber ich krieg einen Good Job von Bobby. Wer auch immer Bobby ist. Was ein epischer Name für eine Horror-Map. Typ. Bob. B. Bob ist so eine Sache. Und dann Bobby. Das ist ja noch so ein bisschen wie eine Verniedlichung. Ja, Bobby. Mit Bobby Car. Ah, ja. Hier waren wir schon, ja? Ja, hier waren wir schon. Erst ist ein Hinweis. Vielleicht gibt's ja im Labyrinth einen Weg, der wie ein S ist. Der war noch in Klammern. Wenn jetzt im Labyrinth wäre, hätte man vielleicht so Striche benutzen können. Und ihr wisst, was ich meine, so senkrecht und minus und sowas, Unterstrich. Ah. Okay. Das ist mir echt gerade ein Rätsel, wo die Scheiße ist. Ich bilde mir immer so Sachen ein, weil es so dunkel ist. Kennt ihr das? Wenn irgendwie, wenn es dunkel ist und ihr dann irgendwie hier so einen Schalter mal seht. Vielleicht ist es auch Wunschdenken. Ich schätze mal beides. Ich fände es echt voll. The button has been pressed. Okay, es hat sich schon was verändert in der Map. Das habe ich bis so gar nicht bemerkt. Der Button wurde gedrückt. Okay. So ein Spinnenweben. Aber ich habe noch keine Spinne gesehen. Ich bin gespannt, wie das mit 1.9 wird. Ob man da doch mal ein bisschen besser Horrorkarten bauen könnte. Button has been pressed. Den Hinweis hatten wir auch schon mal. Okay, von hier komme ich. Aber hier lang bin ich hier. Ah, hier ist auch nichts. Hier lang bin ich gelaufen, meine ich. Von hier, da ist noch ein Button has been pressed Schild. Oder? War das hier lang? Ja. Das war hier lang. Lieber zweimal schauen als... Lieber einmal zu viel schauen als einmal zu wenig. Wobei, ob das im Horror-Genre so gut ist. Gerade beim Slenderman ist, glaube ich, einmal zu wenig schauen. Vielleicht besser. They call him Hugo. Hier waren wir auch schon. Wer ist denn Day? Die Puppen vielleicht?
button has been pressed. Okay. Diese Stille macht mich auch fertig. Es gibt ja Leute, die können nicht schlafen, wenn es still ist, ironischerweise. Die machen sich dann immer Musik an. Habe ich auch mal zugehört. Die konnten nicht schlafen, weil es still ist, weil es irgendwie zu still war. Hi, wir haben wieder rausgefunden. Wir haben wieder rausgefunden. Wir haben den Knopf gedrückt. Ja? Jetzt sind wir wieder hier. Press the red button. Alles klar. Vielleicht hat sich hier was gemacht. Das könnte ja sein. Jetzt wodurch, dadurch, dass wir da was gedrückt haben, dass sich hier vielleicht noch ein Knopf hingesetzt hat. Irgendwo. Nee. Das sieht nicht so aus. Erstmal hier wieder back to the Möglichkeiten. 6.5 hours later. Okay, ich bin raus.